Ich setze praktisch mehr oder weniger nahtlos an den Vortrag von Elias an und möchte heute etwas über die Kulturdaten auch für Wikipedia erzählen. Alles im Rahmen von Coding Da Vinci, aber natürlich nicht nur. Aber das ist ein Projekt, was mich seit ein paar Wochen jetzt beschäftigt hat, Coding Da Vinci. Und da möchte ich einfach ein paar Erfahrungen teilen und ein paar Schwerpunkte erzählen. Was erzähle ich heute? Etwas über das Wikiversum, weil es ist ja mehr als nur Wikipedia. Dann die Frage, warum soll ich mitmachen? Wie kann ich mitmachen? Und wie ist der Nutzen überhaupt, wenn ich mitmache? In aller Kürze zu mir. Ich bin ehrenamtlicher Wikipedia-Autor und Fotograf seit 2003. Spreche gerne und hin und wieder zu den Wikimedia-Projekten, früher mal auch auf Schulen. Und Geld verdiene ich mit meiner freiberuflichen Softwareberatung für eigene Wikis, Firmen, Wikis, Institut, Wikis. Heute spreche ich halt über das Wikimedia-Universum. Das ist größer, wie ich schon sagte, als nur Wikipedia. Es gibt noch andere Projekte wie das Wiktionary, Wikinews, ein Reiseführer, Wikivoyage, Zitate, Lehrmaterialien, Bibliothek und Bücher. Ich beschränke mich heute auch aus der Zeit heraus auf Wikipedia natürlich, dann auf Wikimedia Commons als freies Medienarchiv und kann zeitlich bedingt leider nur Wikidata anreißen als freie Wissensdatenbank, die sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, sehr spannende Möglichkeiten bietet. Das wäre aber nochmal ein eigenständiger Vortrag. Man muss dazu wissen, ich rede hier von den Projekten. Wir haben insgesamt knapp 300 Wikipedias, also in 300 Sprachen, wollte ich sagen. Und in der Summe über 800 oder 900 Wikimedia-Projekte, die alle zum Wikimedia-Universum gehören. Warum mitmachen? Wikimedia Commons. Also ich muss etwas einschränken heute. Ich werde heute insbesondere über Medien sprechen, Bilder sprechen, Videos, auch Audiodateien, die auf Wikimedia Commons als Medienrepositorium für die Wikis gehostet werden. Man kann auch noch mit Daten einiges machen. Dafür reicht die Zeit heute leider nicht. Das wäre dann auf Wikidata. Also wenn man, es geht ja nicht um die Metadaten zu den Bildern, sondern wirklich um eigenständige Datenbestände, die auch im Rahmen von Coding Da Vinci geteilt werden können. Da kann ich heute leider nicht drauf eingehen. Also mein Schwerpunkt heute, die Medien, das Medienrepositorium für, wie ich gerade sagte, für über 800 Wikis der Wikimedia Foundation. Das Spannende ist aber auch, dass nicht nur Wikimedia-Wikis, also Wikipedia und Co. darauf zugreifen können, sondern es können alle darauf zugreifen. Jeder kann über sein privates Wiki, über seine eigene Webseite, sein eigenes WordPress-Blog auch auf Inhalte von Wikimedia Commons zugreifen. Die Lizenzbedingungen müssen eingehalten werden. Das ist immer wichtig, sonst kann es auch schon mal ein böses Erwachen geben. Aber wenn das gemacht wird, hat Wikimedia Commons eine unerschöpfliche Quelle. Ich glaube nur, die Europäer hat noch mehr Medien als wir. Freie Medien. Wir haben durch Wikimedia Commons eben auch eine weltweite Verfügbarkeit. Eben über 300 Sprachen stehen zur Verfügung. Natürlich sind darunter auch kleine Sprachen, die nur ein paar hundert Artikel haben. Das ist, muss man insofern relativieren. Aber alleine die weltweit großen Sprachen, Englisch, Französisch, Arabisch, Chinesisch, Spanisch natürlich und ein paar weitere, die sorgen natürlich dafür, dass Medien, die auf Wikimedia Commons liegen, wirklich weltweit verfügbar sind und genutzt werden können. Wir haben dadurch eine Erhöhung der Sichtbarkeit. Jeder, der seine Bilder, seine Medien auf seiner eigenen Webseite bereitstellt, ist gut. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Aber in der Regel ist die Sichtbarkeit mehr oder weniger dann aufs Fachpublikum beschränkt oder auf Museumsbesucher, die sich dafür interessieren. Über Wikimedia Commons haben wir eine
sehr viel weitere Sichtbarkeit, sodass die Nachfrage auch steigt. Wir hatten einen Fall von einem LVR-Museum, das LVR in Ratingen, wo es eben auch darum ging. Ich glaube, da wurde, ich habe es selber nur gehört von einer Freundin, die dort mitgearbeitet hat. Wir haben dort Bilder gemacht von Mode, die dort ausgestellt wurde. Und zum Beispiel wurden dann auch konkret Ausleihanfragen gestellt, also nicht für das Bild, sondern für das Objekt aus dem Museum, weil sonst wäre das vielleicht nie gefunden worden. Ich kenne mich jetzt privat nicht so gut mit den Museumsdatenbanken aus, aber das war ein Beispiel, das ich sehr bezeichnend fand, dass eben die Sichtbarkeit nicht nur der Bilder, auch der Objekte selber weltweit deutlich erhöht wird. Die Bedingungen, die gestellt werden müssen, Elias hatte das im Wesentlichen schon genannt, sie müssen unter einer freien Lizenz stehen. Public Domain für gemeinfreie Bilder, also wenn der Urheber schon 70 Jahre tot ist. Oder man stellt sie bewusst unter CC 0, sprich man stellt keine Bedingungen. Zum Beispiel das Rijksmuseum macht das so. Oder man möchte noch genannt werden, was ich auch völlig legitim finde, ich selber als Fotograf veröffentliche auch unter der Creative Commons by SA Lizenz. Das heißt, Namensnennung ist vorgeschrieben, halte ich für eine sehr legitime Lizenz und empfehle ich auch immer. Aber wer sagt, ich möchte auf alles verzichten, kann natürlich die CC 0 wählen. Aber eine dieser im Wesentlichen drei Lizenzen muss man wählen, damit die Medien sowohl bei Coding Da Vinci genutzt werden können, als auch eben für Wikipedia, Wikimedia Commons. Daneben müssen die Metadaten bereitgestellt werden. Es gibt verschiedenste Formate. Ich habe hier als CSV, also als Comma Separated Value, man kann auch sagen, technisch nicht richtig, aber als Excel-Datei bereitgestellt werden, wo dann die Informationen drinstehen, wer ist der Urheber des Bildes, was stellt das Bild dar, wann wurde es aufgenommen, welche Größe hat das Bild vielleicht, welches Material, ist es ein Glasnegativ, ist es ein Mittelformat und so weiter. All die Informationen, möglichst viel, und die können auch eigentlich alle nach Wikimedia Commons übernommen werden. Je mehr Daten bereitstehen, desto informativer ist es für alle. Danach können die Bilder nach Wikimedia Commons übernommen werden, hochgeladen werden. Die Übernahme erfolgt im Moment bevorzugt durch das Programm PettyPen. Das ist ein Java-Programm, das mit Excel zusammenarbeitet, oder LibreOffice geht auch. Und dann werden die Bilder im Batch hochgeladen, sodass sie dann auch genutzt werden können. Die Aufbereitung der Metadaten ist natürlich immer noch etwas zeitaufwendig. Ich habe es für Coding Da Vinci Niederrheinland, also das, was gerade läuft, im Moment für 5 Datensets gemacht, weil ich A, Spaß dran habe, B, der Köln-Bezug und der Niederrhein-Bezug gegeben war. Das habe ich noch vor meinem Urlaub gemacht oder nachdem Coding Da Vinci angelaufen ist. Und da zeige ich jetzt einige Beispiele. Zum Beispiel aus dem Rheinischen Bildarchiv wurden 163 Fotos von Fritz Zapp, der ist noch nicht gemeinfrei, das heißt, das Rheinische Bildarchiv hat es unter der CC BY SA Lizenz bereitgestellt. Das sind alles Bilder aus Köln, also hier natürlich nur ein Ausschnitt. Wertvolle Fotos, historische Fotos aus den 1910er, im Wesentlichen 1910er Jahren. Sie schließen eine Lücke für Wikipedia, weil die Fotos können heute nicht mehr nachgestellt werden. Heute haben wir sind seit der digitalen Zeit, sagen wir so, wir haben eine digitale Lücke oder eine Lücke in Wikipedia zwischen der Analogfotografie und der Digitalfotografie. Und da schließen diese Fotos eine wertvolle eine Lücke, sind wertvoll, nicht im finanziellen Sinne, sondern im historischen Sinne. Auch vom Rheinischen Bildarchiv wurden 346 Fotos von Josef Knippenberg bereitgestellt. Er hat in den 1930er, 40er Jahren das Rheinland bereist, im Wesentlichen vom Mittelrhein bis zum Niederrhein runter. Ich selber komme aus Emmerich und auch da sind aus Emmerich, Elten, Rees,
spannende alte Fotos darunter, die auch eine Lücke schließen für Wikipedia. Auch diese habe ich hochgeladen. Dann 83 Fotos vom Museum für angewandte Kunst in Köln. Das sind Schmuckstücke. Ich persönlich habe jetzt nicht keinen großen Bezug zu Schmuckstücken. Ich hoffe, dass jemand anders glücklich ist mit diesen Fotos. Aber sie wurden bereitgestellt und damit habe ich sie auch hochgeladen. Und dann eben 1613 Fotos der ULB, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Auch das sind Fotos, die aus den 1910, 20er Jahren, glaube ich, gemacht wurden von Erwin Quedenfeld. Auch sie zeigen Bilder aus dem Rheinland, damit auch für mich privat interessant. Auch diese habe ich hochgeladen und bin so nach und nach dabei, auch die Bilder anzureichern und zu nutzen. Das ist alles ein Prozess, der natürlich nicht innerhalb von 2, 3, 4 Wochen passieren kann, auch nicht bis zum Abschluss von Coding da Vinci im Niederrheinland, sondern durchaus sich über die nächsten Monate und Jahre hinzieht, sodass heute noch kein abschließendes Fazit möglich ist, außer dass sie gut sind. Ich habe hier ein Beispiel genommen vom Rheinischen Bildarchiv von Fritz Zapp. Hier möchte ich zeigen, dass wir eben auch verantwortungsbewusst mit den Medien umgehen. Hier ein Foto vom Neptunbad in Köln. Auch heute noch ein öffentliches Bad und eine Saunaanlage im Wesentlichen. Das Foto ist von 1911 oder 12. Und das habe ich dann direkt genau. Ich wollte zeigen, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen. Hier sind die Metadaten übernommen. Der Fotograf wird natürlich erwähnt. Ich habe extra einen Datensatz für den Fotografen angelegt, eine Beschreibung. Die Sammlung, das gehört zum Rheinischen Bildarchiv, die Inventarnummer, die ist auch verlinkt. Das heißt, wenn ich auf die Nummer klicke, es ist ein Permalink, komme ich natürlich direkt zum Rheinischen Bildarchiv. Und wenn ich da irgendwelche Rückfragen habe, kann ich direkt über das Rheinische Bildarchiv dort nachfragen. Provenienz, sofern bekannt, wenn man eine Referenz, eigentlich derselbe Link, die Quelle und wurde das Icon-Class-Notation mitgeliefert für diese Bilder. Und das war die Folie, die ich gerade im Kopf hatte. Hier, wir haben den Artikel Neptunbad, der ist schon viele Jahre alt, ein Foto oben, ich glaube von mir auch, irgendwie aus den 2010er Jahren und aber jetzt eben auch ganz frisch dabei. Ein Foto kurz nach der Eröffnung. Das Bad wurde 1912 eröffnet. Das Foto ist, glaube ich, von 1912 oder 13. Habe ich jetzt im Kopf. Also das sind wertvolle Bilder, die eben auch die Geschichte eines Artikels oder eines Artikels Gegenstandes ergänzen. Was machen wir noch? Wir erstellen Fehlerberichte. Nun mag man jetzt, oh Gott, Fehler, mein Gott, ich habe doch keine Fehler in meinen Daten. Das ist so ein Punkt, durchaus ein Punkt, wo manche Institutionen sagen, nee, ich mag meine Daten nicht freigeben. Die haben vielleicht Fehler und ich möchte das nicht an die Öffentlichkeit geben. Ich möchte das aber als Chance sehen. Das ist kein Anpranger, das ist kein sich darüber lustig machen oder sonst was, sondern eine Chance. Die haben wir 2008 schon mit dem Deutschen Bundesarchiv geübt, als die rund 90.000 Fotos freigegeben haben. Das ist im Bundesarchiv war es von Anfang an wichtig zu sagen, wir möchten eine Fehlerliste oder eine Anregungsliste öffentlich machen, sodass Wikipedianer dort eintragen können, wenn es Rückfragen gibt zu den Fotos oder offensichtliche Fehler gibt zu den Fotos. Nämlich ein Fehler, der nicht erkannt wird, ist ein schlechter Fehler. Nur ein Fehler, der erkannt wird, kann korrigiert werden. Und die Wikipedia-Leute, Wikipedianerinnen, Wikipedianer sind ja, schon verdammt gut darin, Anregungen zu finden. Für mich die wichtigste Anregung bei diesem Bildarchiv, bei dieser Sammlung war eigentlich ein Bild, das wurde, es wurde Köln zugeordnet, weil irgendwie die Straßenname war irgendwas mit Köln, Kölner Platz, glaube ich. Aber eine Kollegin hier aus Köln hat herausgefunden, nee, das ist nicht in Köln, sondern das ist das Klinikum Schwabing in München.
Das Rheinische Wildarchiv war heilfroh, hat sofort die Bildbeschreibung intern und also auch im öffentlichen Repositorium geändert. Ein anderes Bild wurde zugeordnet, dem Gutsweiler Hof am alten Fliegerhorst in Köln. Straßennamen wurden korrigiert, es wurden Häuser identifiziert, also kein Fehler, sondern eine Anregung. Das ist das letzte Beispiel. Auch hier wurde eine Kirche identifiziert. Und etliches mehr, wer unten auf den Link klickt, wenn er die Folien hat, sieht, dass da durchaus mehr zu finden ist, die einfach eine Verbesserung der Daten bietet. Hier gehe ich nochmal auf das Thema Bildauflösung ein und auch hier geht es um Verbesserung der Daten. Manchmal wird gesagt, ja, ich möchte Bilder freigeben, aber die bitte, bitte nicht so hoch auflösen. Ich möchte nicht, dass die irgendwie jetzt groß gedruckt werden oder verkauft werden oder sowas. Ja, kann ich verstehen, aber hohe Bildauflösungen haben auch Vorteile. Hier konkret haben wir ein Bild aus Köln-Mil, eine Kirche und ein Wohn- und Geschäftshaus. Und hier stand in den Metadaten, das ist die Ecke zur Turmstraße. Oh, kann ich so hinnehmen. Aber wenn ich das mal vergleiche, ich habe hier also aus dem, hier ist der, Entschuldigung, aus dem unteren Bereich habe ich einen Ausschnitt gewählt. Und hier sieht man rechts Viersener Straße. Und hier, man kann es jetzt vielleicht nur erahnen, aber ich habe es verifiziert, es ist die Auguststraße und nicht Turmstraße. Wenn ich ein Bild hingegen nur in einer 800 Pixel Auflösung bekomme, was für Wikipedia natürlich im Prinzip ausreicht. Da muss ich nicht immer die höchste Auflösung zeigen. Aber Recherchearbeit und auch Ausschnittnutzungen sind nur möglich, wenn ich eine hohe Bildauflösung habe. Hier in dem unteren Beispiel, hier habe ich das mal auf 800 Pixel runtergerechnet, kann ich nicht erkennen, welche Namen auf den Straßenschildern stehen. Und selbst die Werbetafel für Stollwerk ist nicht wirklich wichtig, aber auch nicht uninteressant, finde ich, ist bei 800 Pixel nicht mehr zu erkennen. Also daher meine Bitte, meine Aufforderung, durchaus in hoher Auflösung Bilder bereitzustellen, weil nur dann kann man damit wirklich arbeiten und Fehler finden, Ausschnittsvergrößerungen machen. Ja, also das finde ich ganz wichtig. Als nächsten Schritt reichern wir die Metadaten auch an, zumindest erstmal auf die Wikimedia Commons Seite. Hier zum Beispiel bei demselben Foto habe ich die Kameraposition lokalisiert. Wir sehen hier, ihr seht hier, nee, den Ausschnitt habe ich schlecht gewählt, hier oben ist die Kirche, hier ist das Wohn- und Geschäftshaus zu sehen. Das heißt, die Kameraposition muss hier auf der Kreuzung gewesen sein. Das ist natürlich nicht auf einen Meter genau. Das ist völlig klar. Aber das spielt auch, glaube ich, nicht die ganz große Rolle. Wenn das 5 Meter genau sind, reicht das auch aus, um festzustellen, wo stand die Kamera, welches Objekt wird eigentlich gezeigt. Daraus kann man dann auch wiederum natürlich Karten generieren. Hier habe ich eine Karte mit den Bildern von Fritz Zapp, die wir geolokalisieren konnten. Das sind wer die. Wer den Link später anklickt, kann natürlich auch mehr Informationen sehen. Das sind jetzt einfach nur Punkte, die zeigen, an welchen Standorten war Herr Zapp in Köln unterwegs. Es ließen sich leider nicht alle Bilder geolokalisieren, weil manchmal einfach nur eine Haustür zu sehen war, aber keine Information, welche Straße oder Ausschnitte, die nicht weiter identifiziert waren. Muss man dann leider so hinnehmen. Aber schon eine wichtige Anreicherung. Die Rücküberspielung solcher Daten an die bildgebende Institution muss natürlich dann entsprechend noch besprochen werden, hat hier noch nicht stattgefunden. Das muss ich mit dem Rheinischen Bildarchiv dann nochmal klären, wie wir das machen. Kommen wir zum vorletzten Punkt eigentlich, den ich wirklich noch anreißen kann. Hier geht es um strukturierte Daten, Wikidata. Auch wieder auf dasselbe Bild, hier oben nur angerissen.
Hier habe ich zum Beispiel angegeben, was ist abgebildet. Ist es ein Wohn- und Geschäftshaus abgebildet? Es hat selber keinen Datensatz. Die Kirche St. Marien ist abgebildet, der Urheber wird genannt. So, das habe ich eigentlich auch alles in den anderen Informationen, die ich vorhin schon mal gezeigt habe. Aber über diese strukturierten Daten und hier auch die Koordinaten des Standpunkts, über diese strukturierten Daten, wie kann ich dann wirklich über eine API abfragen? Hier kann ich dann mit Daten, können Datenexperten jonglieren, müssen nicht irgendwelchen Wikitext auslesen, sondern können ganz gezielt auf die Daten zugreifen. Die werden dann im JSON-Format zugegeben. Und darüber kann dann, Elias hatte gerade einige Sachen vorgestellt, die gemacht werden können. Hier kann ich direkt auf die Daten von Fritz Zapp und den anderen Sachen zugreifen. Es muss natürlich dann noch jeweils die strukturierten Daten erfasst werden. Auch das ist ein Projekt, das nicht innerhalb von 2, 3 Wochen gemacht werden kann. Aber ich bin da und wir und andere sind daran kontinuierlich dran. Letzten Punkt, der hat eigentlich, das hat nichts mit Anreicherung zu tun, ich finde es aber nett. Gegenüberstellung, ein Bild von Fritz Zapp von 1911-12 und ein Foto von mir von 2021, dasselbe Gebäude in Köln, Ecke Ehrenstraße, Breite Straße. Das Gebäude ist ja, fast unverändert, wie man sehen kann, erhalten geblieben. Das kann man natürlich mit allen Fotos machen. Es gibt in den Fotos von Erwin Quedenfeld, da hat sich ein Kollege drin verbissen, der hat einen Twitter-Account, Erwin Quedenfeld, gemacht und streift durch Köln und Umgebung und erstellt vorher, nachher oder damals, heute Fotos. Sehr spannend. Gefällt mir gut. Ich werde mich da auch nochmal hier oder da dran versuchen. Das ist natürlich nicht beschränkt auf Bilder, die auf Commons liegen. Aber ich mag es trotzdem. Deswegen habe ich es heute vorgestellt. Ja, das war mein Vortrag in aller Kürze. Jetzt bin ich gerne offen für Fragen, Ideen, Vorschläge. Und später in Folien. Ich stoppe jetzt mal. Und dann, ja, gerne Fragen, Anregungen.